Servus Leute und willkommen zurück bei Let's Play GTA 4 Multiplayer. Wir zocken heute wieder Team Deathmatch auf der Map bzw. auf dem Ort Lernschwäche. Mit dabei ist der Korsel und Hi. Ein paar andere Leute, die nicht reden können, weil sie zu dumm sind. Ganz einfach. Beziehungsweise die reden unsere Sprache. Und yes! Genau. Los geht's, würde ich sagen. 15 Minuten wieder, Standard, wisst ihr ja. Ja, aber diesmal in eine neue Map, halt wie gesagt, wieder gute Top-Commander, Lernschwäche und ja, wir haben es nicht gesehen, aber ich glaube, das wird sehr gut. Ja, haben wir zwar noch nicht gemacht, aber mal sehen. Wir werden es herausfinden. So klingt. Oh. Wo ist hier. Oh Mann, ich bin gleich tot. Boah. Ich hab schon meine erste Schrot. Du Scheiße, ich muss abbauen. Ah. Das bin ich. Boah, da schießt der gerade, ey. Ganz krass. What the fuck? What the fuck? What the? Oh. Boah, der macht die Hey, da sind noch die Alter, da war noch Elektronik am Laufen. Es hat gerade so gemacht, der Strom. Ja. Weißt du so, MK Pecheng habe ich. Okay, noch einen Schuss, den tue ich einfach verballern so, damit ich mit der Pecheng weiter rumlaufen kann. Ich weiß nicht, wieso ich immer Pecheng sag, die heißt Pecheng. Ich weiß auch nicht, ist so. Ist halt so, ne? Pecheng hört sich besser an. Hurensohn, komm her. Alter, willst du mich verarschen hier? Du Bauer! Meine Güte! Alter, ich wollte nicht mal mit dem Scheiß, nicht mal mit dem stärksten Sturmgewehr. Boah, Alter, krieg ich's gebacken hier. Ja, fahr mich noch um. Mann, ey, jetzt gibt's Rache. Jetzt gibt's hier einen auf die Schnauze. Ich zieh dich aus dem Auto. Kleiner Vollidiot. Dankeschön fürs Auto. Da hab ich dich einfach mal ganz cool mit Halfpop gekillt. Zack. Umgefahren, die Vollidioten. Und da folgt mir jemand, sehe ich. Und da läuft wieder Musik am Start. Vor allem, das war natürlich schon mal wieder sehr gut gedeutscht. Versprecher for the win. Egal, hier läuft Musik, wollte ich sagen. Schwanz im Mund. Schwanz im Mund. Versprecher for the win. Ich will jetzt mal nicht Ello Tricks nachmachen, deswegen habe ich dieses Schwanz im Mund einfach mal weggelassen. Ja. Ja, weil das kommt irgendwie nicht so gut an. Habe ich schon in vielen Kommentaren gelesen bei irgendwelchen Leuten. Aha, Ferek. Ferek, Ferek, du Schlampe. Ferek. Feier Sisters. Beigetreten. Beigetreten. Hä, du bist oben? Ja, ich bin oben. Ich weiß auch nicht, wieso ich da bin, Alter. Ich bin halt da, ne? Grasbreck, du kommst hier nicht rein. Oh Mann, der Autofahrer, der hat mir wieder voll drauf. Da kommt wieder der eine. Du kommst hier nicht rein. Oh Mann, wenn ich das anfange, dann sag ich das dauernd, ey. Kennst mich ja. Ja. Du kommst hier nicht rein. Da ist der. Ja, Mann. Leck meine Eier, ehrlich. Niemals. Schon klar. War auch nur, ja, so gemeint, weißt du ja. Ja. Warte kurz. Alter, was will denn der hier? Einer ist gerade oben. Auf die Schnauze, mein Freund. So, down ist er. Und Chappers ist wieder am Start und hat schon $11 verdient gerade eben. Mit seinem Kill da, was er da gemacht hat. Alter! Wo? Meint er hier? Meint er gekillt zu werden, gell? Da ist Furia. Furia am Start. Wo denn aber, Alter? Wo killt. Alter, wo ist er schon wieder? Da guck mal, wieder, typisch. Furia ist der Pro, weißt du? Da! Da war er und du auch noch hier. Ja, Mann, Furia hat mich gekillt, Alter. Da ist er besser als ich. Da ist er besser. So ein Arschloch. Ich fix sein Leben. Na, das wird ja lange dauern. Oh, Mann. Lange dauern, ne? Oh, der Sniper-Boy, da hat er mich gekillt. War zwar keiner, aber gut. Meinte Sniper-Boy. Ich sag immer Sniper-Boy, wenn irgendwelche Vollidioten da kommen im Sniper. Denken, sie wären was ganz Besonderes, verstehst du? Ja! Alter, voll der Wichser, ey, ne? Wichser. Wichskanüle. Oh Mann. Wichsknot. Ah, mit so einer Automatikkanone kann man ja auch so leicht ziehen. Du Lappen, ich hab dich erwischt, ich baller trotzdem drauf. Damit die Munition verbraucht ist, so. Jetzt kommt wieder der Pajanic. So, jetzt komm ich, Baby. Jetzt komm ich. Wir haben vier Leute am Start mit mir.
Und du eins. Natürlich noch einer dazu, das wären 5. Wo ist der nächste? Jetzt wird es hier richtig geil, ey. 2. So mit Ballern und so. Komm her. Macht richtig Fun, muss ich sagen. So muss das so. Und nicht anders. 3. Komm jetzt her. Hier wird geballert, sehe ich. So. Alter, willst du mich verarschen? Feierst du, das hat dir geholfen, der kleine Hurensohn. Ich wollte eigentlich dich killen, aber dann hat er mich gekillt, weißt du? Mann, wie triffst du mich so gut? Ich habe ein viel stärkeres Gewehr als du, aber anscheinend ist die Pagenic hier gar nicht so gut. Hey, ich sag einmal so, okay, jetzt kommt Racheakt, ne? Und dann... Zack! Der Tod, der ist tot von mir alles. Der Tod. Er hat den Tod für sich selbst entschieden. Und jetzt bist du dran, mein Freund. Ja, da war ich gerade am Nachladen, ey. Dauert lange. Also auf die Ferne ist das Teil jetzt nicht so gut, das MG. Realistischerweise gesehen schon eigentlich, aber in dem Spiel hier nicht. In GTA. In GTA. Oh, da war ich schon natürlich schon halb down, weißt du. Ja, weißt du? Leider nichts mehr. Alter, du müsstest tot sein. Okay, du gehst raus. Sorry. Ja, ich wollte dich nämlich. Es war noch ein Strich, wo ich dich killen musste. Und dann auf einmal habe ich's verschissen. Abstand, Kollege. What the fuck? Ah. Komm, nein! jawohl, gerade noch. Ich auch noch. Zum letzten Schlag, ey. Zum Schluss. Boah, der behinderte Hurensohn, Alter. Der nervt von oben, ey. Wo ist der Typ eigentlich immer? Keine Ahnung. Furia ist oben. Oben auf dem Dach. Und er sieht mich einfach mal nicht, so ein Vollidiot. Lauft an mir vorbei. Alter, der war doch nice. Hast du mich gesehen, ne, oder? Doch, eigentlich schon. Aber ist tatsächlich... ignoriert, weil du mich eh nicht kennen wirst, dachte ich, aber naja. Furia 240. Hallo, wir sind Feinde. Also, siehst du, wir sind Feinde. Damals nochmal bestätigt bekommen von dir, dass du mich gekillt hast. Eben. Und ja. Feinde werden halt einfach gekillt, egal wer. Da kann ich jetzt nicht auf den gesunden Menschenverstand drauf achten, weißt du? Dass wir einfach Kollegen sind, aber das zählt halt nicht in GTA. Ist halt so, ne? Genau. Oh, der will aufs Maul. Ich will dich killen. Nein. Och man, du bist unfair. Du Hurensohn. Fick dein Mutter in den Arsch, ehrlich. Ja, Mann. Boah, ich nehme mal wieder Kraftausdrücke hier in den Mund. Ja, aber es regt einfach auf. Wisst ihr? Ich kann jetzt nicht mehr immer hier so der liebe Zock-Commander sein. Ich muss auch mal aggressiv sein. Und meine Wut an diesen Vollidioten rauslassen. Was mir nicht immer gelingt. Aber dafür mache ich es durch meine Sprache. Also ich gehe voll ab, diesmal. Ja, merkt man. What the fuck? Ja, jetzt komme ich hier mal mit dem Granatwerfer oder was dazu. Aha, Teil ist. Nachladen habe ich ausgenutzt. Der war gerade am Nachladen, aber danach habe ich zugeschlagen. Wo ist der Hurensohn? Ich seh dich doch, ey. Ah, da kommt er. Ja, scheiße, Mann. Geh doch sterben, Mann. Ach, das war der gar nicht. Scheiße. Ja, Matt. Fuck. Ja, das war der andere. Toll. Echt. Ganz schön schlecht. Oh, der Alte. Was willst du, Alter? Komm her, ich geb dir Headshot, Alter. Ja, war zwar kein Headshot, aber egal, Alter. Was willst du? Muckst du auf? Hat geholfen, diesen Gegner zu erledigen. Wo hab ich gerade geholfen? Ich hab den alten Sack abgeknallt. Es war gar keiner vom Team, aber auch egal. Das Spiel will mich hier verarschen. Das merkt man schon wieder hier. Verschissen, Kollege. Junge, geh doch sterben, Mann. Oh, mein Gott. Danke. Markus wird aggro. Ja, wenn ihm was nicht passt, so wie es nach seiner Nase läuft oder läuft, dann ist so, dann wird er halt aggro. So ist es einfach. Das ist halt unser guter Zockkommander, ne? Der ist halt so.
Ist halt so, Leute. Aber ja, der Markus muss auch mal akzeptieren, dass nicht alles so geht, wie er es haben will. Aber ja, das checkt er nicht immer. Nur teilweise eben und... Ja, und das ist halt genau das Problem. Ja, aber so in GTA 4 und so, wenn es ums Zocken geht, da passt es dann schon, finde ich. Zocken geht immer. Ne? Ja. Scheiß aufs... What the fuck? Komm, geh sterben, Alter. Komm. Ja, komm, kill ihn, jawohl. Ich habe ihn noch erwischt, den Hurensohn. Alter. Ich muss mal öfters Deckung nehmen hinter solchen Dings. Mauer. Hinter solcher Mauer. Du Hurensohn, komm aus deinem Versteck raus. Ich weiß ganz genau, dass du da bist. Ich hab dich doch abgeknallt gerade. Er versucht's hier. Komm jetzt. Jetzt wartet er, bis ich wieder vorkomme und dann killt er mich. Ist immer das Gleiche. Guck, jetzt komme ich vor. Und dann kommt er. Da. Wo bist du? Da lasse ich eine Schutzweste geholt. Kleiner Ball. Ah. Yes! Aber hat er dich doch gekillt. Ich weiß, der blöde Jeppers. Haha, Furia. Der hat sich einmal mal dort versteckt, aber danach komme ich so von hinten. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Was geht? So, was verdient der Idiot? Was verdient der Idiot? Probiert's immer noch da vorne hier irgendwie was verreißen, zu reißen. Das überlebe ich sowieso nicht, von daher. Ich knall einfach mal davor. Ach, ich wusste nicht, wo du genau stehst. Deshalb konnte ich es nicht richtig einschätzen. Aber lassen wir es dabei. Ich bin ein Vollidiot. Ganz einfach. Ich bin ein elendiger Noob, der nichts auf die Kette bekommt. Aber trotzdem Spaß am Spielen hat. Genau, ich auch. Ja, Spielen ist einfach cool. Wenn es den PC und die ganzen Spiele nicht gäbe, mein Gott, ey. Dann wären wir wirklich arm, ey. Ich wüsste da nicht, was ich den ganzen Tag machen würde. Auch halt noch mit Freunden treffen und so, aber sonst wäre da halt nicht mehr viel drin. Ja. Weißt du? Genau. Weil mehr mache ich nicht. Und halt Schule und so, mehr nicht. Das ist halt eigentlich, Schule ist halt der Hauptteil meines gesamten Tages. So, what the fuck? Ah. Da hat der ein Tier aus dem Versteck rausgelockt. Das ist ein Schrotgewehr, was explodiert dann? Das ist geil. Der explosive Kugeln. Ja. Das ist von Yusuf Amir. Yusuf Amir kenne ich doch. Der ist auch von Gay Tony, oder? Jo. Ah ja, stimmt. Ich hatte es nicht mehr so genau in Erinnerung. Ja, er rockt die Bude, Alter. Er rockt sie gnadenlos. Alter, ich hab 3791 oder so Dollar. Achtet auf niemand hier. Er tut einfach alles um, man, was sich ihm in den Weg stellt. Hier schon wieder. Das war die Bestätigung. So, Leute, ich muss erstmal kurz was trinken hier. Jetzt wird man nicht bewegt hier mit der Figur. Ja. Genau. So. Okay. Gut. Sehr schön, da ist er wieder. Na klar, ey. Ich hab geholfen, dich zu erledigen. Oh, da wird gerade geschossen mit... Hurensohn, komm aus deiner Deckung, du kleiner Bastard, ey. Oh, ich hab ihn noch erwischt, ey. Ich reg mich auf, obwohl ich ihn noch getroffen hab. Ja. Ja, mit dem Schrotgewehr keine Chance. Ich frage mich, für was gibt's eigentlich diese Scheißpistolen, wenn's so starke Gewehre gibt? Die sind noch unnötig, nur weil sie vielleicht klein sind, gut, aber sonst haben die eigentlich keinen Vorteil, oder? Pistolen gegenüber Sturmgewehren, oder? Glaube ich. Ja. Alter, du willst mich verarschen. Oder was wäre deine Meinung noch dazu? Was haben die für einen Vorteil, die Pistolen, gegenüber? Ja, dass man halt, weil sich dann beruhigt, weißt du? Der Sturmgewehr hat außerdem... Action und so, dann ist es zu Ende und so alles. Ja, Sturmgewehr hat außerdem noch den Vorteil, dass,
dass es ja Automatik hat und wobei es auch Automatikpistolen gibt, aber Automatikgewehre haben halt einfach schnellere, ja, schnellere, wo man schneller schießen kann mit. Boah. Deret, deret, deret. Mann, der Shebas, ne? Der Shebas, der ist Fernkampf. Hurensohn. Spezialist. Er will mich doch verarschen, jetzt wäre ich noch gekillt zum Schluss. Was werden wir? Es war doch klar, ich wollte noch erwischen. Egal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.